Hallo ihr liebe Freunde, herzlich willkommen auf unserem neuen Video, herzlich willkommen beim Spaß am Kochen. Und wir machen heute, wie versprochen, ein ganz leckeres Gemüserisotto mit Hühnerstreifen in so eine Sesamkruste mit Käse. Aber dazu nehmen wir auch noch ein paar Kräuter und ein bisschen Mandeln, damit das Ganze auch wirklich, wirklich ganz schmackhaft wird. Also ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Wir fangen einmal an. Und zwar ganz langsam. Das passiert immer, wenn etwas nass ist. Für den Risotto empfehle ich immer, als allererster den Risotto anzurösten mit etwas, mit etwas Öl. Ja, aber vorher das Gemüse einschneiden und reingeben. Unterschied zu anderen Reisarten. Ist so, dass man bei gewissen Sachen muss man den Reis nicht vorkochen. Beim Risotto ist es wichtig, dass man zuerst das Gemüse und alles reingeben, danach mit dem Reis ein wenig anrösten und dann erst ablöschen. Ja? Dann schmeckt es wirklich am allerleckersten. Ja? Wir fangen an mit dem Gemüse. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Ausblick und ihr seht das Ganze. Ich habe mir hier hergerichtet Paprika. Paprika braucht etwas länger, genauso wie die Champignons, deswegen fangen wir an. Zuerst schneiden wir das Ganze in Streifen und danach machen wir das Ganze ein wenig würfelig. Warum? Weil man einfach bei den Risotto, Risotto ist ja selber kernig klein, das muss das Ganze einfach ein bisschen eine Komposition haben. Das Ganze muss ein bisschen so wie ein Gemälde ausschauen, das muss einfach schön sein. Ja? Passt immer auf die Finger auf, wenn ihr schneidet. Immer, dass die Finger schön in der richtige Richtung eingewickelt sind. Und ganz ehrlich, es klingt ein bisschen komisch, aber mit einem guten, geschärften Messer schneidet ihr euch am allerwenigsten. Hallo Antje, grüß dich, hallo Florian, hallo mein Schatzi. Hallo Manuela, ich glaube, ich habe dich auch vorhin gesehen. Ja, in Zeiten der Corona, statt dass die Nachbarn zueinander fahren, um was zu schauen, werden es links. Ja, ich möchte mich auch noch einmal bei unseren Gewinner bedanken, die quasi heute den Channel von YouTube abonniert haben. Also ich bin echt total gerührt. Das war wirklich super. Auch der Jasmin muss ich herzlich noch einmal gratulieren, weil ich habe mich nur ganz kurz mit ihr gehört. Ja, telefonisch und noch mit ein paar anderen habe ich schon telefoniert. Und die Yassi und die, na, jetzt fällt mir der Name nicht so schnell ein. Also auf jeden Fall, die kommen am Samstag und holen sie ihre wohlverdiente Palatschinken. Ja? Oh, das duftet so geil. So, ich muss jetzt ein bisschen lauter werden, tut mir leid. Muss ich aufdrehen. So, jetzt hauen wir den Champignons rein. Die sollen ja auch mitrösten. Das Ganze muss jetzt ein bisschen Geschmack kriegen. Das ist einfach nur ein Stückchen Melanzani. Das habe ich abgeschnitten, damit ich jetzt nicht ständig so viel Sachen hier habe und damit ich auch nicht ständig zum Kühlschrank muss, habe ich mir alles hergerichtet. Am Wochenende, wenn meine Frau wieder da ist, dann haben wir mehr Zeit natürlich zum Plaudern und so. Und dann machen wir wie gewohnt unsere längeren Videos, wo wir viel plädeln und uns gegenseitig sackieren, damit das Ganze auch wieder noch mehr Spaß macht. Ja. Also als ich zu meinen Kindern gesagt habe, dass ich heute die Händelstreifen mache, waren sie voll begeistert, haben gleich gefragt, und wieder mit Honig? Habe ich gesagt, ja klar, wir machen die Händelstreifen wieder mit Honig. Wie man das macht, jetzt die Marinade zeige ich euch, weil das ist wirklich was ganz Geiles und das schmeckt echt urlecker. Ja. So. Also komplett abwürzen oder fertig würzen kann man immer am Schluss, auch beim Risotto. Das muss ihr nicht sofort machen, das macht man einfach ganz am Schluss. So, jetzt haben wir hier eine wunderschöne bunte Mischung. Das schaut gut aus, beim Gemüse muss ihr rechnen, so dass ungefähr ein Drittel verschwindet. Ein Drittel vom Gemüse geht einfach weg und fertig. Sekierst mich nicht, du nicht so umeinander, Liebes.
meine Frau, die muss sich immer irgendwas verunsichert fühlen. Brauchst du nicht, mein Schatz? Das Leben ist schön und alles macht Spaß. Und außerdem, wir sekieren uns gegenseitig. Also, brauchst jetzt nicht die Arme spielen. Hahaha. So, dann richten wir jetzt unsere Händel. Dann machen wir jetzt eine leckere Marinade. So, das war jetzt das Handy. Warum es gefallen ist, weiß ich auch nicht. Ist ja auch wurscht. So, muss man es jetzt wieder hier geben. Irgendwas passt da nicht, aber ist ja wurscht. So, hoffen wir heute das jetzt, ohne dass es hochfliegt. So, die Händel schneiden wir jetzt in Streifen. Die richten wir sie her. Machen wir einfach ein paar schöne Streifen. Viel brauchen wir nicht. Sagen wir wieder nur die Kinder und ich. Und die Oma. Und deswegen lasse ich das Ganze jetzt ein bisschen ein wenig kleiner sogar. So, da haben wir auch noch ein bisschen was. Wow, das ist der Chef. Oh, ist das geil. So, die Marinade legen wir her. Denn das Ganze muss ja auch noch schmecken. Für die Marinade nehme ich jetzt ein bisschen süß-sauer Chili-Sauce. Kommt natürlich jetzt ein Paradoxon, weil Honig kommt ja auch noch dazu. Also süß und noch einmal süß. Aber das macht ja nichts. So. Dann hauen wir rein ein bisschen ein Balsamico. Das neutralisiert das Ganze. Die Händel da vorher jetzt schon ein bisschen salzen und pfeffern. Das tun wir jetzt schon ein wenig salzen und pfeffern. Also wichtig ist, dass es nicht zu schnell gart, wie gesagt, weil es uns verbrennt alles. Und wenn es langsam gart, dann kriegt es ja mehr Aroma raus, ihr kriegt mehr Geschmack raus. Ja? So, dann brauchen wir noch ein Schlückchen Milch. Wenn ihr keine Milch habt, also wenn ihr Schlagkobers habt, dann gibt es ein bisschen Schlagkobers dazu. Das war natürlich ein wenig besser. Dann kann man das Ganze vermischen. Ja. Dann kann man jetzt das Ganze vermischen. Schön brav, dass sich der ganze Honig und alles löst. Ja, dann habt ihr so eine komische Masse. Geil. Geil, geil, geil. Dann tun wir das ganze Händel rein. So. Und nachdem wir das Händel drinnen haben, tun wir das Ganze schön miteinander vermischen. Ja. Boah, das schaut schon jetzt schon geil aus. So, genug gerüstet. Jetzt können wir schon den Risotto reingeben. Risotto-Reis, also echtes Risotto. Bitte nicht einen Rundkornreis nehmen, wenn ihr Risotto kocht. Das bringt nichts. Holt euch ein echtes Risotto.
Na, noch ein bisschen brauchen wir. Vier Leute sind wir. Sehr gut. So, da Wasser. Jetzt darf man das Ganze mitrösten. Jetzt kann man das Ganze mitrühren. Ja. Machen wir noch die Zwiebeln noch ein bisschen. So, da. Sehr gut. Also, nachdem ich jetzt für die Kinder koche, gebe ich jetzt kein Weißwein hinein. Normalerweise am besten wirklich mit Weißwein ablöschen, das Risotto. Das kriegt so ein bisschen Säure und schmeckt ein bisschen besser. Nur ich will jetzt nicht unbedingt da Dings aufmachen, also ich mische jetzt nur mit Wasser an. Einfach Wasser dazu. Wenn ihr jetzt statt die Händelstreifen zum Beispiel Fisch macht, ja, dann empfehle ich euch auch noch ein bisschen Safran reinzugeben, ja, denn dann schmeckt es am besten. Und nicht zu viel Wasser bei dem Risotto rein, ja, eher weniger Wasser, weil das Risotto quasi sich selber zeigt, wie viel es braucht. Und ein Risotto muss man auch unterm Kochen immer wieder umrühren. Ja. Dann ist es am allerbesten. So, jetzt widmen wir uns wieder unsere Mischung für die Dinger da. Und zwar, wir haben gesagt, wir nehmen heute Sesam, ja, dann nehmen wir Mandelblättchen. Ja, jetzt werden einige von euch sagen, Mandelblättchen, ganz einfach, weil sie gut schmecken, allerdings sind wir jetzt ein wenig zerkleinern. Ja. Muss ja alles zusammenpassen, Leute. Okay, also. So, währenddessen kann man hier dieses Mal nicht vergessen, ein Blatt Lorbeer, ein paar italienische Kräuter wieder, muss ich immer schauen, ob das eh das Richtige ist, ein paar italienische Kräuter und was ich auch noch reingebe heute ist ein wenig Muskat, ja? Das macht es ein bisschen halt anders. Ja? Hallo Olga, grüß dich, ja genau, die Olga, liebe Olga, die Olga kommt dann zu uns am Samstag und holt ihre Palatschinken mit ihren Mann. Ja, schauen wir, vielleicht schaffen wir es, während wir die Palatschinken machen, dass sie in dem Live-Video noch dazu kommen. Das war natürlich der Hammer. So. Also die Mandeln haben wir jetzt ganz, ganz, ganz klein. Ja. Und falls euch sowas überbleibt, natürlich ohne das angepatzt ist, könnt ihr das natürlich weiterverwenden, dann für was anderes. Ja? So, da. Dann, nachdem wir das jetzt haben, das geben wir noch dazu. Schön dazugeben. Ja. Und, ganz wichtig, ja, muss nicht unbedingt sein. Ich mache das jetzt, weil die Marinade ist natürlich etwas flüssig. Ich gebe noch ein paar Brösel dazu. Dadurch werden die Streifen ein bisschen knuspriger. Ja? Also die werden dann ein bisschen besser schmecken. So. Und schauen wir mal. Ach, schaut euch das an. Schaut das geil aus. Ha? Gleichmäßig alles gewürzt. Was wollt ihr mehr? Ja. So, jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Trick. Da geben wir jetzt auch noch ein bisschen Amelta hinein. Ja. So. Dann geben wir jetzt noch ein bisschen Amelta rein. Und dann genauso vermischen. Dadurch bleibt jetzt alles viel, viel besser picken. Ja. Da haben wir eh schon auf dran. In diesem Fall nehmen wir jetzt ein Backöl, ja. Einfach ein bisschen mehr Öl brauchen wir, damit das Ganze jetzt auch richtig außergebacken werden kann. Und unser Risotto können wir schon reduzieren. Der kocht ziemlich stark. Boah, schaut euch das an. Fantastisch. So, da richten wir sich das einfach so her. Weil jetzt müssen wir dafür sorgen, dass unser Risotto noch leckerer wird. Ich brauche noch eine Jungzwiebel.
schaut euch das an, innerhalb von 2 Tagen kommen schon die Wurzeln raus. Also wenn ihr Jungzwiebel kauft, haut den Jungzwiebel einfach rein, ja, denn der wird wirklich urlecker. Ja. Also der schaut einmal ganz, ganz fest und der Jungzwiebel ist wirklich dann wie frisch vom Feld gepflückt. Also das ist echt unglaublich. Ja. So, da jetzt brauchen wir jede Menge Jungzwiebel. So, das ganz hellere bitte, ja? Das ganz hellere hauen wir einfach da hinein. Ja. Das ganz hellere haut man da hinein. Und das Grünlicheres, das lassen wir dann ganz am Schluss. Ja, also kurz bevor wir anrichten, kurz, dass einmal die Schärfe weggeht wegen die Kinder. Aber warum machen wir das? Ganz einfach, damit die schöne grüne Farbe erhalten bleibt. Denn es gibt nichts Grausigeres, als wenn da irgendwas Bräunliches statt Grünes umeinander schwimmt. Ach, der Jungzwiebel ist so geil. So da. Ja. Dann habe ich mir auch noch eine Tomate hergerichtet. So, und die Tomate hauen wir genauso am Schluss mit dem Jungzwiebel rein. Und zwar so wie das letzte Mal, wie wir das gemacht haben. Da schneidet man das da einfach nur außer. Ja. Denn wir wollen ja nicht, dass unser Risotto, nachdem es dann die perfekte Konsistenz hat, wollen wir nicht, dass es dann alles verflüssigt. Gleich ist es soweit, gleich muss man würzen. So, salzen, ein bisschen Pfefferli dazu. Ja. Auch beim Risotto könnt ihr es auch ausprobieren, außer ich habe zu viel Wein natürlich drin, dann bitte nicht, dann nimmt ihr Schlackobers, aber ihr könnt es dann am Schluss ein bisschen an Milch dazu geben oder ein bisschen, wie gesagt, an Schlackobers, wenn kein Wein dazu ist und einfach ausprobieren, das gibt noch einmal so ein geiles, milderes Geschmack. Ja? So, jetzt schauen wir mal, okay, das ist heiß. Seht ihr, also da zeige ich euch auch den Schmäh, ich hoffe, ihr seht es auf die Kamera, der Löffel beginnt sofort zum Kochen. Ja? Das bedeutet, unser Öl ist heiß genug. Das ist auch so ein alter Schmäh, sage ich mal. Jetzt schaut ihr euch das an. Da sind keine Brücken, nichts mehr. Das ist einfach nur fantastisch. Dann nehmen wir die Stückchen, die wälzt ihr einfach rein und wir sind fertig. Ja? Schaut mal, wie schön das Ganze wird. Das ist wirklich kein Aufwand. Das ist kein jetzt irgendwas Schweres zu machen. Das ist echt nur ein bisschen Spielerei. Und das ist jetzt natürlich ein ganz anderer Geschmack auch fürs Fleisch. Also mit dem Süß-Sauer-Chili-Sauce, das passt sowieso sehr gut zum Händel. Aber auch der Honig und die Kruste jetzt, was wir da machen. Und mit die Mandeln. Also das ist so ein bisschen exotisch, ein bisschen so asiatisch angehaucht. Ihr kennt das auch mit Erdnüsse machen, auch ein bisschen dazu reiben. Das schmeckt so geil. Oder Cashewnüsse könnt ihr dann dazu nehmen. Das schmeckt einfach super, super, super gut. Ja. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, weil da habe ich zu wenig. Hätte ich mir nicht gedacht. So, wird jetzt ein bisschen gröber sein, aber das ist auch wurscht. Kann ich das nicht mehr mörseln. So, dann waschen wir mal die Hände. So, ich habe jetzt den Ofen einmal auf 150 Grad aufgedreht, damit unser Essen fertig werden kann. Man schaut euch das an, das ist ja urgeil. Machen wir das duftet. Leute, 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 wie geil das duftet. So.
hier. Das schaut auch schon super aus. Ja. Jetzt machen wir sie so ein bisschen, dass wir den Sattel ein bisschen kriegen. So, jetzt schauen wir, ob Salz passt. Ein bisschen brauchen wir noch was. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt Milch nehmen oder Schlagkobers nehmen. Schlagkobers ist garliger, ist schwerer. Ich nehme ein bisschen Milch. Aber ehrlich gesagt, selber, wenn ich jetzt Schlagkobers hätte, würde ich Schlagkobers benutzen, weil es einfach geiler schmeckt. Ja? Wenn ihr aber lang genug die Milch reduziert, ja, oder sofort die Milch kochen tätet, halb mit Wasser, dann habt ihr es sowieso von der Stärke wie Schlagkobers. So, da. Meine Teller sind also quasi für den Ofen geeignet. Schaut euch das an, einfach fantastisch. Ja. Also ich stelle jetzt quasi die Händelstreifen, ja, stelle ich jetzt im Backofen bei 150 Grad, da kann das Fleisch ein wenig nachziehen, falls irgendwo noch nicht ganz fertig ist und die Sache ist erledigt. So, haben wir noch das restliche Fleisch gleich rein. So. Also ich muss sagen, das geht so super. Das müsst ihr unbedingt zu Hause versuchen. Falls ihr Fragen habt, stellt sie einfach in die Kommentare rein. Ich werde versuchen, euch alle Fragen zu beantworten. Und ich würde mich natürlich irrsinnig freuen, wenn ihr in unseren YouTube-Kanal reingeht und auch dem abonniert. Ja? Und falls euch auch das Video gefällt jetzt, einfach Daumen hoch, denn ja, das ist auch noch quasi ein Dankeschön für die Arbeit. So, da, jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir schon unser Risotto fast fertig. Das duftet ausgezeichnet, so richtig, richtig lecker. Das ist ein Gaumenorgasmus, liebe Leute. Ja, das ist ein Gaumenorgasmus. Ja, das habe ich gesagt, Käsekruste, aber ich habe gar keinen Käse eingegeben. Ja, das habe ich jetzt verpasst. Okay, wir machen das jetzt ohne den Käse. Ja, das war jetzt ganz blöd von mir, tut mir leid. Ich habe einfach in meinem Element ein bisschen was verschwitzt. Aber das macht nichts. Ja? Den Käse ist wichtig bei so einer Speise. Wir geben einfach die Mozzarella jetzt in den Risotto rein. Ja? Wir geben einfach Mozzarella ins Risotto. Also normalerweise gibt es ja auch noch eine Mozzarella quasi da drin. Das hätte ich gleich beim, wo ich das Ganze quasi mit die Marinade gemacht habe. Dadurch wäre das Ganze jetzt natürlich ein bisschen besser. Ja, ich vergesse zu wenden. Sehr gut. So, da. Hauptrezept. So. Also jetzt geben wir einfach so die Mozzarella ins Risotto hinein. Schaut euch das an. Die Fäden, die sie sich ziehen, das ist einfach urgeil. So, und ich würde sagen, die schaut schon ziemlich fertig aus. Ein bisschen noch. Allerdings, da muss ich ein bisschen aufblitzen. Boah, schaut mal das an. Die sind nicht geil. Da geben wir noch ein Stück dazu. So, dann können wir eigentlich schon das restliche Fleisch übernehmen. Das riecht jetzt schon asiatisch, das riecht jetzt schon so gut. So. Und das Ganze gebe ich jetzt einfach in dem Ofen 150 Grad einfach zum Nachziehen. Also
Für diejenigen von euch, die keine Geduld haben, das funktioniert genauso in der Mikrowelle, 30, 40 Sekunden, fertig. Jetzt tut mir leid, jetzt habe ich leider viele von euren Fragen nicht beantworten können. Ich habe gesehen zwar, dass ihr schreibt, aber funktioniert nicht so einfach. Ach, das ist jetzt geil, schaut euch das an. Ja, wir sind schon kurz vom Fertigwerden. Und das bedeutet, dass wir jetzt schon quasi das Tomatel einschneiden. Und dann die Jungzwiebel dazugeben. Ihr könntet aber auch natürlich die Tomaten, was ihr jetzt so klein schneidet, ihr könnt euch ein bisschen was da von dem lassen und dann ein bisschen das Dekoration oben drauf geben. Ja, ich mache das heute nicht, weil ich möchte heute ein bisschen Parmigiano drauf geben, damit das Ganze besser schaut. Ich drehe jetzt komplett ab und in dem Abgetreten gebe ich jetzt quasi unser letztes Gemüse rein. Das ist das Gemüse, was eigentlich jetzt ein Endgeschmack gibt. Das ist das, was jetzt ein bisschen mehr herausragen würde. Ja. Und da hat man jetzt die perfekte Menge. Und von der Konsistenz einfach perfekt. Ja. Darum ist es auch wichtig, Risotto zu rühren. Umso mehr ihr das Risotto rührt, umso fester wird es. Ja. Kann man jetzt schon schauen. Also falls die Oma schaut, liebe Mama, kannst du schon rüberkommen. So. So, jetzt schauen wir mal. Das schaut schon gut aus. Den Lober könnt ihr schon rausnehmen. Ja. Der hat seine Arbeit getan und außerdem so ein Lober pur, der schmeckt grauslich. Ja. Ihr seht, so schmeckt er sehr aromatisch, gibt einen eigenen Geschmack drinnen. Aber sonst würde ich das nicht nehmen. Ja? Also es ist auch so, dass normalerweise, sage ich mal, solche Speisen natürlich in weiße Teller viel schöner ausschauen. Ich habe aber bis jetzt noch nichts gefunden, was mir so gut gefällt. Und ich muss euch sagen, die Teller sind jetzt mittlerweile sicher schon über 20 Jahre. Aber das ist Duralex und das ist so geil, das ist unglaublich. Ja? Also man kann es auch nicht von der Qualität mit was anderem vergleichen. Die Farbe ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was machen wir jetzt? Jetzt dekorieren wir unsere Teller. Ja. Fürs Deko nehme ich jetzt ein wenig an Cremodena. Wie gesagt, auf eine weiße Teller würde das enorm geil ausschauen. Ja, ich glaube, nachdem ich dann in der Küche damals immer weiß, 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 alle Teller waren weiß, ja, sogar Augarten-Teller, also Augarten-Porzellanteller und so, vielleicht deswegen habe ich dann für mich entschieden, privat andere zu besorgen. Ja. So, dann nimmt sie einfach Schöpferle und gibt sie das Ganze schön in der Mitte. Also wenn ihr jetzt, sage ich mal, 10 Leute besucht habt, das geht schnell, ja, und vor allem schmeckt irrsinnig lecker. Ja, und der Grund der ganzen Sache ist, mit wenig Aufwand erzielt sie einfach ein super Aussehen. Also Schatz, falls du noch schaust, kannst du der Mama sagen, sie solle mit den Kindern umkommen. Danke, Baby. Heiß, heiß, heiß. So, jetzt haben auch schon die Händel nachgezogen. Boah, ist der Teller heiß. Die Händel haben nachgezogen, da kann ich jetzt so ein paar Streifelchen dazugeben. Jetzt.
weiter. So. Und die Oma. So. Und dann als allererst, letzter natürlich, ist dann der Papa. Super, der Papa kriegt das längste und die zwei kürzesten. So. Lecker schmecker. Was brauchen wir noch? Parmigiano. Ja. So. Meine Kinder sagen zum Parmesan, das ist der scharfe Käse. Nicht Schafskäse, sondern ein scharfer Käse. Ja? Lieber Parmigiano. Was wir noch dazugeben können, ist hier nur was Grünes. Und wie gesagt, auf einem weißen Teller natürlich schaut das mega geil aus. Ja. Also, liebe Freunde, wir sind fertig. Essen ist serviert. Ich wünsche euch noch Bon Appetit. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann stellt die Fragen. Und wir sehen uns dann morgen auch schon mit meinem wunderhübschen Frau, die mir dann am Abend assistiert. Und morgen am Abend machen wir das, was sich meine Frau gewünscht hat, nämlich Spare Ribs. Wir machen morgen Spare Ribs. Beilage dazu kann ich noch nichts verraten, weil ich weiß es selber noch nicht. Das wird dann morgen meine Frau entscheiden. Ich habe zwar ein paar Ideen, aber da wird man noch sehen, wie das ist, gell? Also, danke fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und falls ihr noch ein bisschen mehr Zeit opfern wollt, einfach bitte reinschauen ins YouTube und den Kanal abonnieren. Gell? Dankeschön, pfiat euch, wünsche euch was, tschüss.